herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Anfänger-Mage-Deck. Ihr seid an der Seite. Es ist recht einfach aufgebaut. Alle Karten kriegt man eigentlich so. Nur, ich glaube, der Schwarze Ritter ist halt eben ein Legendary. Der ist natürlich schwer zum Gekriegen. Genauso der Azurdrache bzw. der Manipulator sind violette. Welche anderen sehe ich jetzt hier gerade auf den ersten Blick nicht. Aber macht nichts. Wir schauen mal, ob wir eine Chance haben gegen unser Gegner. Und das ist in dem Fall ein Schamane. Okay, das heißt, eure Zeit ist gekommen. Sind wir mal gespannt, was wir für einen Wald aus Totems bekommen. Unsere Starthand sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Wir haben was für den ersten Zug, wir haben was für den zweiten Zug, um ihn zu buffen. Lassen wir ihn mal drin. Der dritte Zug haben wir noch keinen. Aber so für den Anfang sieht es eigentlich nicht schlecht aus. Vor allem durch unsere Heldenfähigkeit haben wir auch immer schön die Möglichkeit, seine 1-1er Totems hier oben wegzumachen. Beziehungsweise in Kombination mit Mana-Wurm halt eben gerade so Heil-Totems oder Tank-Totems schön wegzunehmen. Er ist soweit. Und wir starten in unserem ersten Zug. Und bekommen noch einen Froschblitz. Das heißt, wir spielen den Mana-Wurm. Das war's. Und sind soweit glücklich. Ist natürlich eine schöne Starthand-Kombination mit zwei Zaubern. Na, okay. Er hat offensichtlich keinen Bock auf unseren Mana-Wurm. Aber bekommen hier schon was für Runde 3. Da wir mit der Karte als Mage, wenn sie liegen bleibt und nicht gleich im ersten Zug rausgenommen wird, natürlich sehr, sehr schönes Kombinationspotenzial haben. Lass die Schmerzen sprechen. Und können jetzt in der nächsten Runde dann zum Beispiel, wenn er jetzt einen Charakter spielt, können wir einen Froschblitz spielen. Und dann halt eben eine Karte ziehen. Ja, so wird das auch entsprechend laufen. Wir entfernen seine Karte. Ziehen für uns eine Karte. Mehr Schmerzen. Und gehen ihm ins Gesicht. Wollt ihr etwas in die Luft jagen? Dankeschön. Ach, noch ein zweiter Schlag rein wäre natürlich schön gewesen. Und er spielt ein Tank-Totem. Also er hat wirklich sehr, sehr schön seine Schuldigkeit getan. Ihn kriegen wir da drüber zum Beispiel weg. Na gut, der verrückte Bomber macht jetzt auch nicht ganz so viel. Wir können ihn spielen. Heldenfähigkeit. Dann haben wir den Tank zumindest mal schon mal weg. So. Und sind bereits in Runde 5. Der Bomber wird wahrscheinlich über unseren Golem gehen. Nein! Ein Frosch? Interessant, dann hätte ich aber vielleicht den Bomber zuerst gespielt. Gut. Und wir bekommen nochmal unsere schöne Möglichkeit, unsere Kombi zum Spielen. Er hat natürlich 3 hier würde ich gern wegnehmen. Ich frage bringt mich, uns ob allerdings nichts, deswegen machen wir die Kombination. Armani plus ihn und seine Karten alle wegnehmen. So. Können wir ihn gleich auf 5 buffen? Ah, er scheint darauf keinen Lust zu haben. Aber kassiert trotzdem halt eben die 2 Schaden. Noch ein weiterer Tank. Also er hat irgendeine ganz wilde Tank-Kombination. Ich
die wir jetzt natürlich schön nutzen können. Ja. Spielen wir ihn, also der ist eigentlich echt schade. Wenn er ihn damit bufft, wäre ich natürlich dankbar. Er hat einen Schaden komplett da liegen. Was soll ich nur tun? Sie hat Gottes Schild, deswegen würde ich sagen, spielen wir die Kombi. Lass die sie. Und noch eine Karte ziehen. So, fertig. Ja, jetzt kommt ein Flammenzungen-Totem. Gut, damit hat er jetzt natürlich... Wir kriegen eine Karte, danke. Ja. Point nochmal. Also er hat ja wirklich alles draufgehaut, was irgendwie da ist. Deswegen müssen wir ihm ihn jetzt einfach wegnehmen. Denn mit einem Schaf sind alle seine schönen Zauber weg. Was echt gemein ist. Was können wir sonst noch Schönes tun? Hätten wir auch spielen können, Claro. Wir haben noch einen Vierer. Sein Flammenzungen-Totem möchte ich eigentlich ungern da haben. Was soll ich nur tun? Das Schaf hat halt immer noch zwei. Ich glaube, das nehmen wir jetzt mal weg. So, zack, einmal. Und damit er nicht ganz so viel Schaden anrichten kann, beziehungsweise ich beide kämpfe. Wegnehmen muss, spielen wir noch unsere Sonnenschirmschütze. Das war's. Auf ihn drauf. Wenn er klug ist, macht er jetzt. Niemand kommt an mir vorbei. Sehr schön. Wie, er nimmt den hier nicht weg? Gut, der ist stark. Ich glaube, den müssen wir ihm wegnehmen. Der gefällt mir natürlich gar nicht. Zack. Ich kümmere mich drum. Der kümmert sich hier drum. Jetzt hätte ich gern noch irgendwie 3 Schaden. Und die gibt's natürlich nicht, deswegen spielen wir Water Elemental. Das war's. So. Stick ist wieder. Ah, wir spielen gegen. Das Dingo! Ja! Der ist natürlich brandgefährlich. Macht nix. Niemand kommt an mir vorbei. Den ist schon weg. Zack. Den hätte ich vielleicht auch gern weggenommen. Ich habe leider vorher meinen ganzen tollen dafür schon verspielt. Kriege ich ihn noch irgendwie weg? 3 und 4. Nee, kriegen wir natürlich nicht. Deswegen lassen wir es da. Und spielen. Ich hätte ihn auch noch mal mit dem hier. Okay, er hat nichts gemacht. Damit können wir jetzt natürlich, müssen wir irgendeinen von denen rausnehmen. Der kümmert sich ums Totem.
Haben wir noch irgendwas Schönes? Wir haben einen Ogre. Was glotzt du so? Ich bin unbesiegbar. Wir gehen auf ihn los. Er hat ein bisschen Kartenproblem. Das Feuer wird ein Raggi. Na gut, das ist natürlich Schrott. Und genau den, mit dem ich ihn eigentlich wieder wegnehmen wollte. Aber Gott sei Dank haben wir hier einen Polymorph. Zack, einmal weg. Was spielen wir noch? Wir können mit ihm schon mal dieses hier wegnehmen. Dann ihn hochbuffen. Damit kommt das weg. Damit kommt das weg. Und wir spielen noch eine Argentinskommandantin. So. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Die nächste. Bringt mir Stahl. Ach. Mit so einem Schrott muss ich mich hier rumschlagen. Really? Ich möchte mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück. Natürlich nicht. Wir können hier einen wegnehmen, den zweiten wegnehmen. Die kriegen wir mit dem Feuerball weg. Ich kämpfe. Ach, haben da noch einen Zweierling. Natürlich. Nehmen wir erstmal ihn weg. Zack. Ich kämpfe. Dann entfernen wir. Ich kämpfe. Ihn. Mit dem gehen wir auf ihn los. Müssen leider unseren Hero opfern. Und nehmen ihm auch noch den weg und spielen noch einen Anti-Golem. So. Wie viel haben wir denn? Wir haben 6, 7, 10, 13. Gut, ist 13 plus nichts, da sind wir noch weit entfernt davon. Der nimmt 10. Natürlich. Was glotzt du so? Noch ein Ogre. Und ganz schön zu machen, ein Ace Ventieti. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 12, 13 reicht. Was hält die Zukunft bereit? Diese Runde. Dankeschön. So, also ihr seht, man hat auch mit einem totalen Anfängerdeck hat man eine wunderbare Chance gegen einen schwarzen Ritter, gegen einen Ragnaros und gegen einen Illidan. Ja, wenn diese halt eben wild gespielt werden. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt bitte unten einen Kommentar oder Like, wenn ihr das Deck selber ausprobiert habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.